Ja, grüß dich, Schatz. Ja, sag einmal, hast du jetzt schon wieder einen Plattenspieler? Ja, schon. Ja, wie viel hast denn du jetzt nachher schon gehabt von deinen Plattenspielern? Servus, Freunde der gepflegten Vinylunterhaltung. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal, dem Kanal vom... Wem wohl? Den Bavarian Vinyl Nerd. Ja, so oder so ähnlich hat sich's bei mir zugetragen in der Vergangenheit, dass mich meine Frau direkt mal gefragt hat, wie viele Plattenspieler hast du eigentlich schon gehabt, nachdem ich wieder mal einen nach Hause gezerrt habe. Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen von euch auch schon so ergangen, in seinem Schallplattenspieler-Wahn oder in seinem Equipment waren, dass er immer wieder was eingekauft hat und dann das andere steht immer noch rum. Ja, kommt halt vor, wenn man leicht verrückt ist. Ich wollte euch in diesem Video mal kurz darüber informieren, welche Plattenspieler bereits bei mir gelaufen sind, welche ich im Besitz hatte. Und da legen wir, denke ich mal, gleich mal los. Und zwar habe ich vor circa 10 Jahren mir wieder mal einen Plattenspieler gegönnt. Damals nichts ahnend, dass mit den Schallplatten wieder so bergauf geht. Und habe mir damals einen Reloop-Plattenspieler geholt. Und zwar den Reloop RP1000 Mark I. Von dem gibt es leider kein Foto im Internet. Ich habe das Nachfolgemodell gefunden, den Mark II. Also ein MK2. Das Gerät hat einen Neupreis gehabt damals, war wirklich so von 120 Euro. War ein voll manueller Plattenspieler. Das heißt, einmal die Start-Stopp-Taste, die unten links im Eck zu sehen ist, mal drücken, dann dreht sich der Plattenteller und dann muss man den Tonarm manuell auflegen. Drauf verbaut war auch bei mir damals ein Audio-Technica Tonabnehmer mit einer 3600er Nadel, allerdings eine sphärische Nadel, keine elliptische. Dementsprechend war auch der Sound von dem Plattenspieler, er war jetzt nicht so räumlich gestaltet, sondern mehr homogen, das heißt, die Bühne war jetzt nicht so großartig, aber für meine damaligen Ansprüche war das durchaus ein schönes und tolles Gerät. Danach war lange Zeit Pause. Ich habe dann, wie ich schon in anderen Videos erwähnt habe und auch im Interview mit Sound and Grooves, mit dem lieben Patrick, habe ich meine Schallplattensammlung 50% davon verkauft. Ich Volldepp. Und habe dann lange Zeit keinen Plattenspieler mehr gehabt, bis vor 2 Jahren ich wieder auf den Trichter kam, ach, geh weiter, jetzt holst du wieder einen Plattenspieler, ich habe jetzt den Platz im Wohnzimmer, ich stelle mir da einen Plattenspieler hin und höre mir wieder meine alten Platten an. Und dann habe ich mir bei eBay einen Plattenspieler gesteigert. Ich habe mich das getraut und den Plattenspieler mir zusenden lassen. Er war auch noch völlig in Ordnung, also er war sehr gut verpackt. Und das war mein zweiter eigentlich, nach dem ganz ersten vor etlichen Jahren. Das war mein Dual CS455-1. Ein Vollautomat von Dual aus dem Jahr 1989. Gebaut wurde er allerdings von 1989 bis 1999, also ganze 10 Jahre haben sie den Plattenspieler gebaut. Wie gesagt, ist ein Vollautomat, also hat auf der rechten Seite einen Start- und einen Stoppknopf oder einen Hebel, mit dem er den Plattenspieler starten kann und der Tonarm bewegt sich dann automatisch und am Ende der Platte geht der Tonarm automatisch wieder auf die Tonarmstütze zurück. Der Neupreis damals waren 500 D-Mark,
Das war schon ein stattlicher Preis für so einen Plattenspieler. Und verbaut war ein Orthophon-Tonabnehmer, und zwar das OMB10, beziehungsweise ein OMB-Tonsystem und eine 10er Orthophon-Nadel drauf. So wie auch bei meinem Gerät, das ich mir gesteigert habe, da war auch noch eine 10er Nadel mit dabei, die allerdings schon ein bisschen verbraucht war. Ich habe mir dann eine neue gegönnt. War nicht so teuer, die hat 30 Euro gekostet, das war voll in Ordnung. Und das war dann mein erster richtiger guter Plattenspieler, den ich natürlich auch wieder noch ein bisschen restaurieren habe müssen, damals allerdings noch ohne YouTube. Und das, bei dem war eigentlich nur der Riemen defekt und wie gesagt diese Nadel. Der Rest war alles wunderbar. Ich habe den ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen abgestaubt. Mehr war mir das Gerät eigentlich da noch nicht so wert und habe damit meine Schallplatten schön abspielen können. Dann hat es aber, wie Sie sehen, ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, weil das waren doch schon einige Plattenspieler, die ich da gehabt habe. Wie gesagt, das hat nicht lange gedauert, dann habe ich mir gedacht, geh weiter, so ein Vollautomat ist zwar ganz schön, aber dieses Gerät jetzt, da dieser 455er, ja, ist ja doch irgendwie, er hat zwar Holzgehäuse, aber irgendwie ist er doch ein kleiner Plastikbomber. Und habe mich dann natürlich auch wieder über YouTube und übers Internet kundig gemacht, was denn auch ein höherwertigerer Schallplattenspieler wäre. Und dann ist mir der Dual CS 505-3 in den Sinn gekommen oder ins Auge gestochen. Und den habe ich mir dann bei eBay Kleinanzeigen geholt, direkt bei mir in der Nähe, da bin so 20 Kilometer gefahren und habe mir den von einem älteren Herrn geholt, der den zum Verkauf angeboten hat für ganze 50 Euro. Ja, das war ein brutaler Preis. Also ich habe mir gedacht, also das Geld muss ich schon mal ausgeben. Hey, warte mal, hör mal auf mit so Scheiß. Allerdings war bei dem Plattenspieler schon einiges defekt. Es war der Motor war defekt und der Riemen natürlich war zum Wechseln und das Tonsystem war auch nicht das allerbeste. Ich habe das Modell gehabt, 505-3 Audiophile Concept, der schon diese Tonabnehmeraufnahme hatte aus Carbon. Also das war schon ein Ultra Low Mass Tonarm, also ein sehr leichter Tonarm. Gebaut wurde der Plattenspieler 1987 bis 1990. Gab es in zwei Ausführungen des Chassis, in Nussbaum oder in Schwarz. Nussbaum ist ja verdammt selten, also ich sehe fast überhaupt keinen in Nussbaum-Optik von diesen 505ern. Ich habe einen schwarzen gehabt und damaliger Neupreis war 498 D-Mark. Und das, was noch zum dazu sagen ist, es ist darauf ein Tonsystem verbaut gewesen, und zwar ein Ulm 65E, also dieses Ultra Low Mass 65E, mit einer elliptischen, Gott sei Dank schon einer elliptischen Diamantnadel, einer DN165E, die auch von Orthophon hergestellt wurde, unter Lizenz von Dual. Und was soll ich sagen? Der Plattenspieler hat mich im direkten Vergleich zu dem 455er richtig vom Hocker gehaut, weil der war klangtechnisch bei Weitem besser. Man hat es auch gemerkt, es ist natürlich eine ganz andere Bauweise, es ist ein schwingend gelagertes Subchassis und also auf Federn gelagert. Also ich habe keinerlei Resonanzen gehabt über den Boden oder beziehungsweise von meinem Regal, wo meine Plattenspieler ja draufstehen. Er hat trotz dieser alten 165er Nadel noch einen satten Sound gehabt. Ich habe allerdings dann das Tonsystem ausgewechselt, habe dann die neue 10er Nadel und das
OM-Tonsystem von Ortofon draufgebaut. War auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja, und den habe ich dann eine ganze Zeit lang gehabt, diesen 5053er. Den habt ihr dann auch in einen von meinen ersten Videos, die hier auf dem Kanal gelaufen sind. Ich verlinke euch das einmal kurz oben, das alte Video. Habe ich den einmal vorgestellt. Habe den auch zwischendurch dann aufgepimpt. Allerdings ein bisschen, naja, nicht so jetzt ganz professionell. Aber das wisst ihr, auf meinem Kanal geht es jetzt nicht immer ganz so hochprofessionell zu. Ich bin da sehr pragmatisch mit meinen Lösungen. Aber meine Abonnenten kennen mich ja schon. Und die neuen Abonnenten werden mich noch kennenlernen. So schaut es aus. Diesen Plattenspieler, den 5053, habe ich dann ein ganzes halbes Jahr doch durchaus zu Hause gehabt. Habe den dann so weit aufgehübscht, dass er wirklich schön ausgeschaut hat. Auch mit neuen Füßen dran, einstellbare Antiresonanzfüße. War wirklich ein schönes Gerät. Und ja, dann bin ich angeschrieben worden, ob ich denn auch Plattenspieler repariere. Aber der gute Mann hat mich angeschrieben, er hat zu Hause einen Dual CS5000, den er versucht hat zu reparieren und ihn aber dann leider kaputt repariert hat und ihn nicht mehr zusammenbauen kann. Ja, nach einem kleinen Schriftverkehr über 3 Tage haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir mit einer kleinen Zuzahlung von meiner Seite, dass wir tauschen. Das heißt, er hat mir seinen komplett zerlegten Dual CS5000 geschickt, allerdings in super Verpackung. Danke nochmal, war eine super Sache. Und ja, ich habe ihm dann meinen Dual CS5053 geschickt und somit hatte ich endlich das Gerät, das ich seit über 30 Jahren schon anhimmle bei mir zu Hause, allerdings in einem komplett zerlegten Zustand. Habe den aber dann hier auf dem Kanal für euch und für mich aufgerüschelt und wieder vollends zusammengebaut. War zwar eine schwere Geburt, aber im Endeffekt steht er jetzt oben in meinem Wohnzimmer und da bleibt er auch, weil den werde ich mit Sicherheit nicht mehr hergeben. Die Rede ist, viele wissen es schon, von dem Dual CS5000. Das High-End-Modell, eins der High-End-Modelle von Dual, gebaut von 1985 bis 1992. Damals verkauft worden in einem Holzchassis. Entweder in Schwarz oder in Nussbaum. Ich habe Gott sei Dank diese Nussbaumoptik ergattern können. Und der Neupreis von diesem Gerät, da reden wir eben schon von einem High-End-Plattenspieler, war damals 800 D-Mark. Und zur jetzigen Zeit wird er bei eBay oder eBay Kleinanzeigen zu einem Preis von zwischen 200 und 500 Euro immer noch gehandelt. Also es ist immer noch ein sehr gefragtes Gerät, weil er halt einfach die besten Komponenten verbaut hat, die Dual damals auf dem Markt gehabt hat. Allein dieses kardanisch gelagerte Ton am Lager, boah, was für ein langes Wort, ist sowieso der absolute Wahnsinn. Ja, was gibt es noch zum Sagen? Damals verbaut war ein Tonabnehmer, der auch schon in der Oberklasse spielt, und zwar auch ein Ortofon OM Tonabnehmer mit einer 20er Nadel schon drauf, die natürlich einen dementsprechenden Sound aus dem Plattenspieler raus beförderte. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch eine 20er Nadel gegönnt und ich muss sagen, der Unterschied zu der 10er ist schon riesig. Also man hört wirklich viel mehr Höhen, man hat viel größere Bühne, die Stereotrennung ist viel besser. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der 10er Nadel vor davon drauf hat, leistet euch mal eine gute Nadel, die 20er, und ihr werdet einen Riesenunterschied sehen oder beziehungsweise hören. Das sind jetzt die Plattenspieler, die ich selbst im Gebrauch hatte. Und weiter geht's jetzt mit dem guten Stück hier. Den habe ich auch immer noch hier stehen bei mir.
Weil das ist eigentlich schon so ein Museumsteil mit dieser, allein mit dieser wechselbaren oder wechselbaren, kann man jetzt nicht sagen, mit dieser schwenkbaren Nadel. Und zwar kann man ja mit diesem Plattenspieler auch Grammophon- oder Shellac-Platten abspielen. Und was er noch als Besonderheit hat, ich habe jetzt mittlerweile eine Wechselachse drauf. Da legt man seine Schallplatten drauf, drückt auf Start, ist ein Vollautomat, das gute Stück. Und dann spielt er die Schallplatte ab und wenn die fertig ist, fährt der Tonarm rüber und die nächste Schallplatte fällt runter und spielt weiter. Sehr nettes Gimmick von dem guten Dual 1210, nennt sich der. Es ist das Chassis von einem 1210er, selbst, also im Chassis verbaut, ist allerdings das Modell CS10. Gebaut in den Jahren 1968 bis 1971. Ja, ihr habt es richtig gehört, das Gerät ist schon wirklich so alt. Und damals verkauft zum Neupreis von 168 D-Mark. War damals schon ein satter Preis. Aber das ist halt so ein richtiger Partyplattenspieler, wie man damals eben gehabt hat, den man sich in seinen Partykeller gestellt hat. Und dann seine Platten eben aufgelegt hat auf diese Wechselachse und eine nach der anderen abspielen ließ. Ja, das ist der kleine CS10 oder 1210. Dann habe ich ja hier auch noch bei mir in meiner Bastelstube diese Grundig Stereoanlage. Da ist drin ein Grundig PS1010. Den ich auch schon auf meinem Kanal natürlich vorgestellt habe. Der ist gebaut worden 1979 und ist ein Halbautomat. Tonabnehmer ist verbaut ein Shure-Tonsystem, ein ganz normales Standard-Tonsystem. Allerdings werde ich dem jetzt dann noch ein AT95 von Audio-Technica verpassen. Um mal richtig den Sound zu checken von diesem Plattenspieler. Wie jeder weiß oder wie viele von euch wissen, so ein Audio-Technica AT95 ist ein Standard-Tonsystem, vergleichbar mit einem Standard-Ortofon, Standard-Ortofon-Tonsystem. Einfach eine elliptische Nadel drauf und ein Anfänger-Tonsystem, wie man so schön sagt. Allerdings kann man auch die Tonnadel hier bei diesem System sehr leicht wechseln und auch upgraden, das ganze System. So, was habe ich noch gehabt? Genau, einen Englebert. Nicht den Englebert Humperdinck, nein, sondern Englebert heißt diese Firma, die in Deutschland unter Lizenz einen JVC-Plattenspieler verkaufte. Ja, ich glaube schon, dass das richtig ist. Und zwar der Englebert SP1, auch hier vorgestellt und aufgerüschelt auf meinem Kanal. Drin verbaut ist die Technik von einem JVC JLA1 Plattenspieler. Gebaut wurde er in den Jahren 1974 bis 1977 und in das ist ganz interessant, was man da bei HiFi-Wiki so findet. Der Plattenspieler hat nämlich einen Neupreis gehabt in Japan von 29.800 Yen. In Deutschland wurde er allerdings dann verkauft von der Karstadt-Gruppe für 450 D-Mark. Ja, das war dann schon durchaus ein angemessener Preis für diesen Plattenspieler, weil es war ja ein Halbautomat mit einer Endabschaltung, beziehungsweise der Tonarm fuhr automatisch wieder auf die Tonarmstütze zurück und man konnte unterwegs, also wenn die Platte abspielte, nochmal einen kurzen Knopf drücken und dann fuhr der Tonarm auch wieder zurück auf die Tonarmstütze. Jetzt hätte ich es bald nicht mehr rausgebracht. Das war der Englebert und dann hatte ich zwei Dual CS506 Plattenspieler, wobei einer noch hier steht
Das ist der 506-1 aus dem Jahr 1981. Damals verkauft von der Firma Dual für 298 D-Mark. Das ist ein richtig schöner kleiner Halbautomat, allerdings mit einem Kunststoffgehäuse, was man auch beim Sound durchaus merkt. Also die Resonanzen sind um einiges größer wie bei den Holzgehäusen. Er ist allerdings auch schon schwingend gelagert, wie auch der 505er. Hat ein TKS-Tonsystem drauf. Das heißt, das Tonsystem kann man über diesen kleinen Hebel und eine kleine Imbusschraube ganz einfach wechseln, indem man den Hebel nach hinten drückt und dann geht das ganze Tonsystem runter und man kann es auswechseln oder sauber machen, whatever. Ich habe jetzt hier einen Adapter mit drauf gebaut, dass ich auch diese ganz normalen Tonsysteme draufbauen kann, die man mit zwei Schrauben befestigt, die viele von euch kennen. Ja, da auf dem ist jetzt momentan eine 10er Nadel drauf von Ortofon. Und dann hatte ich noch einen zweiten, und zwar einen schwarzen. Und zwar, das war der 506er, also ohne den Bindestrich 1, der aus dem Jahr 1979 war. Damals auch verkauft wurde für 298 D-Mark. Und dort war ebenfalls ein TKS-Tonsystem verbaut. Den habe ich auch soweit wieder aufgehübscht hier auf meinem Kanal, beziehungsweise habe damals aus zwei Plattenspielern einen gemacht, einen laufenden, und zwar diesen schwarzen 506er mit dem Holzchassis, habe ich ganz vergessen, der hat ein Holzchassis gehabt. Habe den wieder hergerichtet und dann ist mir zufällig, sind mir Ersatzteile für einen 506er bei eBay Kleinanzeigen reingelaufen, für, was habe ich gezahlt, 30 Euro, komplett alle Ersatzteile, und aus diesen Ersatzteilen habe ich dann den hier wieder zum Laufen gebracht und wieder zusammengebaut. Und mittlerweile, habt ihr gesehen, haben sie da schon einige Plattenspieler angesammelt. Einige stehen noch hier, einige sind schon wieder weg, sind schon verkauft oder verschenkt an bekannte Freunde, die wieder mit Schallplattenspielen anfangen wollten, die wieder mit Schallplatten begonnen haben. Und das war's eigentlich. Das wollte ich eigentlich nur kurz einmal erklären, weil viele fragen mich, was hast du eigentlich für Plattenspieler schon gehabt? Genauso wie meine Frau. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr mein Video anschaut. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Beim nächsten spannenden Video. Vielleicht wird es spannend, vielleicht wird es lustig. Mal schauen. Vergesst nicht, dass ihr Playlists von mir anschaut oder vielleicht ein anderes Video. Ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns. Servus, pfiat euch.